So, dann geht es langsam los. Wir haben 10:30 Uhr. Ich sehe, es sind auch schon einige Teilnehmer da. Das freut uns natürlich zu sehen. Wir warten mal noch 2 Minuten, ob noch mehr Leute kommen. Ich denke, da sind noch einige Nachzügler unterwegs. Solange können Sie gerne schon mal rechts in den Fragenteil oder in den Chatteil schreiben, ob Sie mich gut hören und auch gerne zwischendurch dann natürlich Fragen in den Teil stellen. Die Fragen und den Chat finden Sie rechts. Super, mein Ton scheint schon mal zu gehen. Mein Kollege Dominik, der sitzt neben mir, er kann auch mal winken, der beantwortet im Chat Ihre Fragen. Und wenn Fragen dabei sind, die mehrfach gestellt werden oder die direkt an die Speaker gehen, dann gebe ich die weiter und wir versuchen, das alles im Webinar zu beantworten. Wenn wir zu bestimmten Fragen nicht kommen, dann schreiben wir Ihnen danach eine E-Mail und beantworten die aber auch. Also keine Sorge, wenn Ihre Frage nicht erwähnt wird, wir kommen auf jeden Fall darauf zurück. Und bevor Sie jetzt alle meinen Kollegen überrennen, ja, es wird eine Aufzeichnung geben, die kommt im Laufe der Woche. Ist immer die meistgefragte Frage am Anfang. Ich sehe, jetzt steigen auch langsam die Zahlen. Ich sage noch mal kurz zu mir. Mein Name ist Sina. Ich arbeite seit 2016 bei Staffbase. Viele von Ihnen kennen mich vielleicht auch von der Voices oder vom Staffbase Blog. Und ich versuche Sie heute ein bisschen durch das Webinar zu führen. Ich stelle gleich erstmal unsere Experten vor. Und dann hat jeder Experte Zeit, 2 Trends für 2020 vorzustellen. Und es wird auch Zeit geben, Ihre Fragen oder Ihre Diskussionsanregungen zu besprechen. Wir warten mal noch ganz kurz, aber es sieht schon ganz gut aus. Die Teilnehmerzahlen steigt noch. Ich glaube, dann können wir loslegen. Sie sehen ja schon unsere 3 Experten wahrscheinlich oben im Panel. Die Experten heute sind Philipp Barth, Sabine Beck und Dr. Juliane Kiesenbauer. Nicht wundern, wenn Sie jetzt Frank Wolf erwartet haben, der ist heute leider kurzfristig verhindert und deshalb ist Juliane mit dabei. Philipp kennen ja wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Er ist verantwortlich für den Themenbereich interne Kommunikation bei der SCM in Berlin. Philipp war auch Anfang des Jahres schon bei der Voices-Konferenz in Berlin und hat dort schon mal zum Thema Trends 2019 referiert und ist jetzt wieder dabei, um mit uns zu gucken, was denn 2020 auf dem Plan steht. Hi Philipp. Hallo, ich freue mich dabei sein zu können heute wieder. Wir freuen uns auch. Die zweite Referentin ist Sabine Beck. Die ist das erste Mal heute bei uns dabei. Sabine moderiert seit 2016 Peergruppen für das Connect Minds Netzwerk und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich interne Kommunikation. Und auch Sabine war 2019 bei der Voices dabei und hat schon zu den Trends berichtet. Auf die bezieht sie sich heute auch ein bisschen und guckt, was war 2019 und damit auch, was kommt denn 2020. Hallo Sabine. Hallo, guten Morgen. Und als letztes Dr. Juliane Kiesenbauer. Juliane arbeitet auch bei Staffbase und ist dort Director für Marketing und Kommunikation im Bereich Dach. Und interne Kommunikation hat Juliane schon ihren ganzen Berufswerdegang begleitet, egal ob bei der Daimler-Tochter Car2Go oder als Wissenschaftlerin an der Uni Leipzig oder als Unternehmensberaterin bei Lautenbach SaaS. Hallo Juliane. Guten Morgen. So, das wären unsere Speaker für heute. Ich hoffe, Sie können alle gut hören. Und damit übergebe ich auch schon an Philipp für mit den ersten Thesen für 2020. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, Sina. Wir starten auch direkt, um keine Zeit zu verlieren. Hier ist direkt mein erster Trend, den ich heute mitgebracht habe. Der lautet: Interne Kommunikation 2020 bietet Raum für Partizipation und Kollaboration. Wie komme ich zu dieser These? Zum einen ist es ja so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sehen wir in unseren Studien, zuletzt im Trendmonitor 2019, zunehmend selbst aktiv im Unternehmen kommunizieren, also selber in die Rolle des Senders, nicht mehr nur des reinen Informationsempfängers kommen. Über 40% der Mitarbeiter sind laut Trendmonitor 2019 in so einer sendenden Position. Zum anderen ist es auch so, dass im Zuge ja, moderner Organisationsformen und Organisationskonzepte Mitarbeiter zunehmend selbst organisiert arbeiten und eben auch über Hierarchien hinweg arbeiten. Und das bedeutet aus meiner Sicht ganz klar, sie brauchen Spielraum, sich zum einen einzubringen und zum anderen eben auch entsprechend zusammenarbeiten
zu können. Ja, wenn wir da etwas mehr in das Thema gehen, dann, ich habe hier mal ein Ergebnis mitgebracht aus dem Trendmonitor des ganz frisch Mobile IK und Digital Workplace 2019, den die SCM gemeinsam mit MPM Corporate Communication Solutions realisiert hat und der demnächst veröffentlicht wird auch erst. Hier sehen wir, dass heute bereits über 85% der befragten Kommunikatorinnen die Einführung von Kollaborationsfunktionen auf dem Programm haben, beziehungsweise sich in irgendeiner Form damit beschäftigen. Also wir sehen zum einen hier diese knapp 40%, die sagen, ja, wir sind bereits in der Umsetzung von solchen Kollaborationsfunktionen. Und der noch größere Teil, der ist noch nicht in der Umsetzung, der denkt aber durchaus darüber nach. Das bedeutet, die interne Kommunikation wird eben aus meiner Sicht gerade auf dem Weg zum Digital Workplace zunehmend selber auch Kollaboration im Unternehmen gestalten. Und das tut sie zunehmend federführend. Und das dem möchte ich noch ein anderes Ergebnis gegenüberstellen aus der gleichen Studie, was das ganz eindrucksvoll belegt. Und zwar haben wir hier zwei Positionierungen zur Auswahl gestellt. Und auf der rechten Seite, also der Großteil der Befragten, 83%, sehen Sie, versammeln sich hinter folgender Position: Digital Workplace und Kommunikation gehören zusammen und müssen ganzheitlich gedacht werden. Und ganz interessant, die interne Kommunikation ist hier Treiber und muss eng mit HR und IT zusammenarbeiten. Also das bedeutet, die interne Kommunikation sieht sich selber als Treiber des Digital Workplace. Und was natürlich auch interessant ist, darüber hinaus zum Thema Partizipationsmöglichkeiten, dass laut Trendmonitor 2019 45% der Mitarbeiter das Bewegen der Kommunikatoren, Entschuldigung, 45% der Kommunikatoren das Bewegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Partizipation als zentrale Herausforderung ihrer Arbeit sehen. Also da sehen wir, dass diese beiden Bereiche ganz zentrale Aspekte sind, die auch in der Tendenz an Bedeutung gewinnen. Und ich habe ein paar kurze Cases mitgebracht, also die ich kurz anreißen möchte, um das zu illustrieren. Hier sehen wir einmal einen Case quasi im digitalen Bereich von Weiland. Die waren auch erfolgreich beim Inkometer 2019. Sie haben sehr genau die Nutzerbedürfnisse im Vorfeld analysiert und haben geschaut, welche Tools sind denn da schon im Einsatz, werden genutzt, vielleicht auch informell, und haben auf dieser Basis ihr bestehendes Intranet weiterentwickelt. Und das Ziel war, eine zentrale Plattform zu haben, nicht mehr viele einzelne Tools. Und diese Plattform umfasst letztendlich viele Möglichkeiten eben zur Kollaboration, aber auch Möglichkeiten, die Partizipation der Mitarbeiter ermöglichen. Die drei Kernelemente in diesem Zusammenhang sind hier Salesforce Chatter, das ist also integriert hier zur Netzwerkbildung mit einer Facebook-ähnlichen Funktionalität, Gruppenkommunikation und ähnlichen. Dann wird Skype Business genutzt, in diesem Fall Skype for Business, zur direkten Kommunikation, also wirklich als kompletter Telefonersatz im Unternehmen, der auch Videotelefonie ermöglicht, und letztendlich Confluence zur Zusammenarbeit. Hier sehen wir quasi einen kleinen Screen der Startseite, wo wir hier den Confluence-Feed, hier den Chatter-Feed sehen und hier unten auch ganz interessant ein individuell zusammengestelltes Toolset, wo aus über 140 Tools gewählt werden kann. Also hier wird quasi Zusammenarbeit, Teilhabe und auch der Personalisierungsaspekt abgebildet. Das illustriert, ist, sage ich mal, ein wegweisendes Projekt in diesem Zusammenhang. Dann, nochmal auch wegzugehen vom digitalen Bereich, habe ich hier noch etwas mitgebracht von Bosch. Und zwar geht es hier darum, dass bei Bosch das Top-Management-Meeting seit 2018 neu konzipiert wurde als Bosch Business Dialog. Und hier wurde der Teilnehmerkreis dieses ehemals nur dem höchsten Führungskreis vorbehaltene Meeting quasi allen Mitarbeitern eröffnet. Die können vor, während, nach der Veranstaltung Ideen einreichen, Themen vorschlagen. Es gibt ein Live-Voting, es gibt einen Chat. Und an rund 150 Standorten wird dieses Format dann sogar live übertragen. Es gibt dann auch einen Mitschnitt und eine 10-minütige Zusammenfassung, die danach gespielt wird und die auch Grundlage dann sein kann,
für die Führungskräfte, um ihre Führungskommunikation hier zu planen, also daraus Inhalte zu ziehen und eben auch die Inhalte, die aus der Partizipation letztendlich in diesem Format erwachsen sind, weiterzuspielen in ihrer Führungskommunikation. Also hier wurden Transparenz und Dialog über verschiedene Hierarchieebenen hinweg ermöglicht, auch ein spannender Case. Ja, und zu guter Letzt zu diesem ersten von mir vorgestellten Trend hier noch ein Beispiel von dem Energiedienstleister WEMAG. Und zwar sehen Sie hier eine Community-Seite im Social Intranet mit dem Namen KeekIn, also so heißt es Social Intranet. Und in diesem Social Intranet haben die Mitarbeiter eigene Profile, die sie selbstständig mit ihren Kontaktdaten, mit ihrer Expertise befüllen können. Und es gibt auch ein Wiki, das interaktiv gepflegt wird. Und ganz spannend hier, virtuelle Gruppen und Projekträume, die es gibt. Also insgesamt aktuell 76 Communities. Viele davon werden auch als geschlossene Arbeitsräume genutzt. Das Beispiel, was Sie hier sehen, Eat the Frog, ist quasi eine Community zum Austausch über das Zeitmanagement und Produktivität im Büro. Und ich denke, dass solche Beispiele wegweisend sind und sich 2020 noch viele weitere Organisationen auf diesen Weg begeben werden. Und das auch durchaus gezielt nutzen werden, um hier die Unternehmenskulturen dadurch auch anzutreiben, dass solche Möglichkeiten geschaffen werden. Also ein ganz wichtiger Beitrag, den interne Kommunikation an dieser Stelle leistet. Ja, damit sind wir bei meinem zweiten Trend, der lautet Haltung entscheidet, und zwar in digitalen Zeiten mehr denn je. Das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, denn gerade heute in digitalen Zeiten, denke ich, wird auch im gesellschaftlichen Bereich ja eine Sehnsucht nach Gesichtern und Persönlichkeiten erkennbar, die für bestimmte Positionen stehen, im Negativen wie im Positiven, die diese Positionen authentisch vertreten. Und was bedeutet das letztendlich für die interne Kommunikation? Das bedeutet zum einen, dass interne Kommunikatoren die eigene Rolle im Unternehmen einordnen können sollten. Also sie sollten dahinter stehen, was sie tun und wissen, was sie tun, und quasi ja, in irgendeiner Form auch einen Bezug zu ihrer Rolle haben, möglichst dann mit einem positiven Bezug natürlich, weil das wichtig ist, um auch authentisch auftreten zu können. Dann sollten sie zum anderen natürlich sichtbar werden, also wirklich rausgehen und überhaupt erstmal in Erscheinung treten, damit eben das, was sie inhaltlich spielen, eben auch mit Personen in Zusammenhang gebracht wird. Also hier wird es für interne Kommunikation generell wichtig, in Erscheinung zu treten. Und darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass Führungskräfte dazu angeregt werden und dabei unterstützt werden, selber Haltung zu zeigen, weil sie natürlich wichtige Multiplikatoren und Bezugspunkte für viele Mitarbeiter im Unternehmen sind. Und um diese Entwicklung oder diesen Trend, den ich hier sehe, auch nochmal zu illustrieren, habe ich ein paar O-Töne mitgebracht von Verantwortlichen der internen Kommunikation. Sie sehen hier auf der linken Seite Petra Rödlein vom Flughafen München. Also sie sagt, in Zeiten der Unsicherheit und großer Veränderungen, also gerade heute ist es besonders wichtig, Haltung zu zeigen, nicht nur nämlich, um anderen Menschen eine Orientierung zu geben, sondern eben auch, um selber zu wissen, wofür man steht, und das auch gegen Widerstände. Also hier stecken quasi zwei Dimensionen drin, zum einen Orientierung und aber auch ein gewisser Durchhaltewillen, den man braucht in dieser Funktion und der, denke ich, auch wichtiger wird. Und Frau Ziesche von Henkel spricht einen weiteren spannenden Punkt an. Sie sagt nämlich, dass es wichtiger wird, auch zu gesellschaftlichen Fragen eine Haltung einzunehmen. Und ja, dazu hier auch noch mal ein kleines Ergebnis einer Kurzbefragung, die wir mit JP.com gemeinsam durchgeführt haben Anfang des Jahres. Und da haben wir gefragt, sollten Unternehmen eine politische Haltung einnehmen oder sich politisch neutral verhalten? Ich muss dazu sagen, wir haben Kommunikatoren gefragt, also nicht Mitarbeiter oder die interessierte Öffentlichkeit. Und das Ergebnis ist aber interessant. Die Kommunikatoren selbst sehnen sich offensichtlich vor allen Dingen hinsichtlich interner Inhalte danach, dass eine Haltung vertreten wird. Aber auch extern sagen 50% ja, Unternehmen sollten hier eine politische Haltung einnehmen. Und das ist, denke ich, ganz interessant. Es gibt ja Beispiele wie Joe Kaeser von Siemens, der sich klar gegen Nationalismus positioniert hat, oder auch der Evonik-Vorstand, Herr Kuhlmann, der für das Projekt Europa
Europa eingetreten ist. Das ist was, das kann natürlich riskant sein, gerade nach außen, aber offensichtlich wird gerade ins Unternehmen hinein dem eine große Bedeutung beigemessen, gerade bei Themen, die die Unternehmenskultur und das Unternehmen an sich berühren, aber eben auch Change-Themen wie Veränderungsdruck, Neuorganisation oder Innovationsdruck. Und um das abzuschließen, meinen zweiten und von meiner Seite aus letzten Trend, den ich vorstellen möchte, hier auch nochmal zwei Einschätzungen aus dem wissenschaftlichen Bereich. Sie sehen hier den Herrn Klaus Schwachmann, Dr. Schwachmann von der Uni Hohenheim. Und der betont eben auch nochmal die Bedeutung der Vergewisserung über die eigene Rolle im Unternehmen, gerade für die interne Kommunikation, weil diese sich eben auch verändert. Und ich denke, es geht hier auch ein bisschen dafür, für die interne Kommunikation auch Boden zu gewinnen, die Chance zu ergreifen, nachher Bedeutungszuwachs zu erreichen für die IK. Und da ist es eben auch wichtig, dass man gerade auch gegenüber den eigenen Vorgesetzten, Management, klar und deutlich argumentieren kann für die Wichtigkeit der eigenen Themen und Belange. Ja, und rechts abschließend eben auch nochmal eine Einschätzung von Frau Professor Dr. Ulrike Buchholz von der Hochschule Hannover. Und sie sagt eben, gerade auch die Leistungskraft von Unternehmen ist dann größer, wenn sie eben eine klar erkennbare Haltung zur Sinnhaftigkeit des Daseins und zum Purpose, also dem Sinn und Zweck, der hinter dem Unternehmen steht, haben und diese auch transportieren können. Und damit möchte ich meinen Part abschließen und übergeben, beziehungsweise schauen, welche Fragen jetzt vielleicht direkt im Raum stehen. Genau, wir haben tatsächlich eine Frage und zwar schließen die angesprochenen Beispiele, aber man könnte es vielleicht auch allgemeinern, die Partizipation von allen Mitarbeitern mit ein? Also wie macht man das auch möglich für Non-Desk-Mitarbeiter, vielleicht auch für alle dann unabhängig von diesen Beispielen? Also gerade bezogen auf Non-Desk-Mitarbeiter, das ist natürlich eine wichtige Frage, bietet natürlich gerade die Digitalisierung mit digitalen Tools viele Möglichkeiten, hier in Kontakt zu treten und auch Partizipation zu ermöglichen. Also ich mal ein Beispiel zu nennen, was wir auch in vergangenen Webinaren schon häufig angesprochen haben, weil es einfach auch ein großer Trend ist. Apps, mobile Apps sind einfach wichtig, um hier Berührungspunkte zu schaffen. Man kann natürlich auch über Digital Signage mit interaktiven Funktionalitäten hier versuchen, einen Dialog in Gang zu setzen, mit den Bezugsgruppen in Kontakt zu kommen. Aber gerade die mobile Anbindung von bestehenden Tools ist da ein ganz wichtiger Punkt, damit man es einfach vermeidet, dass verschiedene Segmente der Mitarbeiterschaft auf verschiedenen Informationsständen nachher verharren müssen, beziehungsweise sich mehr oder weniger eingebunden fühlen. Super, danke Philipp. Dann gehen wir über zu Sabine Beck. Achso, ja klar, Juliane, sag gerne was dazu. Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar hast du ja zwei unterschiedliche Facetten von Haltung angesprochen. Einmal die Haltung des internen Kommunikators und die Reflexion über seine Rolle im Unternehmen und wie er sich gegenüber seinen verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen quasi verhält und darstellt, Kompetenz zeigt und dann andererseits aber auch die Haltung gegenüber gesellschaftlichen Problemen, diese nicht nur nach außen zu sozusagen kommentieren, sondern auch nach innen. Was ist denn nun wichtiger für den internen Kommunikator? Wo sollte er denn mehr Hirnschmalz drauf verwenden 2020? Ja, also ich sage mal, ich tue mich schwer da zu sagen, was wichtiger ist von beiden. Ich denke, es ist beides wichtig. Für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass eben die Unternehmen und damit auch die Belegschaften ein Ausschnitt unserer Gesellschaft natürlich sind. Das heißt, dass gerade im Zuge des Zusammenfließens von intern und extern hier eben auch viele gesellschaftliche und auch politische Themen eben eine Rolle spielen im Unternehmen. Und da ist es natürlich wichtig, dass gerade wenn solche Aspekte die Unternehmenskultur und die Werte des Unternehmens berühren, dass man da eben auch eine ganz klare Haltung selber inhaltlich nach innen spielt, aber eben die auch als Teil der eigenen Rolle versteht. Also wir hatten, das war ganz interessant, mal schauen, ob ich das Ergebnis auf die Schnelle finde, auch nochmal gefragt, wer denn eigentlich, also in dieser Kurzumfrage,
ob denn die Kommunikatoren quasi eigentlich mit der eigenen Rolle hadern, ja, oder ob sie da übereinstimmen. Und knapp 40% der Befragten haben gesagt, das gelingt uns nur zum Teil und 10% zu selten, beruflich im Einklang mit den persönlichen Wertvorstellungen zu handeln. Und ich glaube, dass das ganz wichtig und wünschenswert ist, dass Kommunikatoren eben in diese Position kommen, dass sie wirklich für Dinge stehen. Ja, egal, ob das die eigene Rolle betrifft oder die Themen, die sie spielen, weil nur dann sind sie glaubwürdig, nur dann sind sie authentisch und nur dann funktioniert es, dass sie wirklich als Gesichter für die Botschaften stehen, die sie spielen. Nun wird dieses Thema ja, das frage ich mich wirklich, wird dieses Thema ja bereits seit vielen Jahren für die externe Kommunikation diskutiert. Einmal das Thema Haltung und aber auch das Thema die Rolle des Kommunikators. Beobachtet ihr als SCM denn, dass Themen, die für die externe Kommunikation als Trend diskutiert werden, immer mit so ein bisschen Versatz dann auch in die interne kommen? Ihr macht ja nur die ganzen Trendstudien etc. Ne? Also, oder kann man das nicht verallgemeinern? Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, weil man muss einfach immer schauen, welches Unternehmen ist und welche Themen, also wo ist ein Standort, ja, wo ergeben sich vielleicht auch Probleme. Also wir hatten in der letzten Beyond ein interessantes Interview, wo wir dann ein Porträt draus gemacht haben mit dem Herrn Ledermann, dem CEO von Edding. Und natürlich, wenn sowas wie diese Vorfälle, die es in Bautzen gab, passiert, dort, wo ein Unternehmen auch ein Werk hat, wie das in dem Fall war, ja, dann ist man natürlich viel näher dran, auch an einem spezifischen gesellschaftlichen Thema, um da mal ein Beispiel rauszugreifen. Ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern, weil die Themen einfach zu vielfältig und zu komplex sind. Interessant. Danke. So, das war auch der Gong, aber vielleicht kannst du ganz kurz nochmal sagen, Philipp, wann die Studie erscheinen wird, beziehungsweise mit wem ihr die gemacht hat, da hatten wir nochmal die Nachfrage. Also ich hatte zwei Studien genannt, die und bei meinem das Ergebnis zu dem Bereich Haltung, das ist eine Kurzumfrage, die wir mit JPCom gemeinsam durchgeführt haben. Das steht auch schon online auf unserer Seite interne-kommunikation.net. In unserem Mailing, was wir im Anschluss an die Webinarteilnehmer senden werden, können wir das gerne auch nochmal einbauen, diesen Link. Und bezogen auf meine erste These, da ging es um eine andere Studie, um eine ganz frische Studie, die jetzt erst erscheinen wird. Die ist, wie ich gesagt hatte, gemeinsam mit MPM Corporate Communication Solutions realisiert worden und die wird voraussichtlich noch im Laufe dieser Woche online gehen, auch auf interne-kommunikation.net. Ich werde versuchen, so sie denn bis dahin veröffentlicht ist, diesen Link dann auch in unser Mailing zu packen, damit alle ja dann auch die anderen interessanten Ergebnisse dort sich anschauen können. Super, danke schön. Gerne. Dann übergebe ich an dich, Sabine. Ja, sehr gerne. Danke, Sina. Danke, Philipp. Fand ich sehr interessant, den Punkt Haltung. Greife ich nachher gerne nochmal auf bei meinem zweiten Trend. Ja, mein erstes Slide. Ich bin ausgegangen von meinen Trends, die ich 2019 im April bei der Voices vorgestellt und dafür gesammelt hatte. Die habe ich euch ja nochmal mitgebracht in der Übersicht. Woher kommen meine Erfahrungen, Beobachtungen? Vielleicht kurz für die, die mich nicht kennen. Sina hat es gesagt, ich leite und moderiere so Peer Groups, Expertengruppen. Viele, viele Teilnehmer, Mitglieder darin kommen aus dem Bereich interne Kommunikation. Das sind grob, ich sag mal 100, 120 Mitglieder, die sich über Deutschland und Schweiz verteilen. Und mit denen treffe ich mich regelmäßig auch in Unternehmen und wir diskutieren, sprechen über Gutes, Schlechtes, was man eben so im Berufsalltag erlebt. Und ich beobachte das, nehme da Erfahrungen mit, und habe natürlich meinen eigenen Hintergrund, lange auch interne Kommunikation gemacht zu haben. Ich habe mir vorgenommen, heute das relativ kurz und knackig kompakt zu machen und zwei Punkte eigentlich als Trends im Folgenden nochmal aufzugreifen. Bei der Folie möchte ich gerne kurz bleiben, weil ich nochmal den Punkt von Philipp, es steht hier links auf der linken Seite, Kollaboration aufgreifen möchte. Meine Erfahrung und Beobachtung ist, dass Kollaboration ein sehr, sehr kritisches Thema ist in der internen Kommunikation, dass es sich teilweise sehr abspaltet von der internen Kommunikation und in so einen ja, besitzerlosen Raum
im Unternehmen abwandert, wo sich eigentlich niemand so richtig dafür zuständig fühlt, es aber natürlich irgendwie gemacht wird, zu kollaborieren, weil alle Unternehmen in erster Linie auch von den riesigen Tool-Paketen Office 365 mit all seinen Möglichkeiten überrollt werden. Die Challenges, die ich dabei mal beobachte, ist, dass also Kollaboration, ja, die Tools sind da, ja, aber die zwei großen Fragen sind, wie geht denn Kollaboration überhaupt? Ne? Alle Leute waren eigentlich jahrelang getrimmt darauf, Prozesse abzuwickeln, ihr Ding zu machen, mein Wissen ist meine Macht und jetzt plötzlich Kollaboration, ich soll das teilen, 5 Leute arbeiten gemeinsam an einem Dokument, das total viel Unsicherheit im Orbit, sage ich jetzt mal so, und ganz, ganz viel Diskussionsbedarf. Ich halte das für ein sehr spannendes Thema, also beobachte das auch immer so aus dem Hinterhalt ein bisschen und glaube, da kann noch ganz, ganz viel passieren. Also zum einen, wie gehe ich mit diesen Tools um? Zum anderen aber auch, wie gehe ich menschlich, kollegial damit um? Wie mache ich das denn überhaupt, die Zusammenarbeit? Weil ich habe es ja eigentlich nie so richtig gelernt. So. Also das ist ein Thema, ein Trend, das sicher bleiben wird. Ich gucke jetzt mal auf meinen Blumenstrauß unten. Ich habe ja 2 Themen mitgebracht. Ich würde jetzt einfach mal weiterspringen, Sina, wenn du, oder Philipp, wenn du weiterklicken magst. Und habe gesagt, ich sehe einen Trend in dem Thema Beidhändigkeit oder Ambidextrie. Was heißt das? Also ich beobachte sehr stark in meinem Netzwerk, dass die interne Kommunikation immer mehr angehalten ist, Brücken zu schlagen zwischen 2 sehr extremen Welten. Also zum einen ist da so die Tankerwelt des Unternehmens, die große Kernorganisation, die seit Jahren so tickt, die sehr festgefahren ist und auch bestimmte Prozesse hat auf Stabilität, Effizienz, Sicherheit, Verlässlichkeit bedacht ist. Und dann gibt es immer mehr kleine Speedboats und Ausgliederungen, die als Innovation Labs oder flippe kleine Teams, die einfach mal so reinkommen, neue Dinge entwickeln sollen. Also es gibt auf einer Seite die Stabilität, auf der anderen Seite die Innovation. Es gibt auf der einen Seite die klassische Kaskade oder das Top-Down-Modell, auf der anderen Seite immer mehr Teams, die sich irgendwie selbst organisieren müssen. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Aufgabenteil der internen Kommunikation in den nächsten Jahren wird darin bestehen, diese 2 Welten zu verbinden und sie auch jeweils mit unterstützen zu können. Also zu wissen, welche unterschiedlichen Tempi haben die. Die einen sind sehr schnell, die anderen sind eher ein bisschen behäbig. Welche Vorgehensweisen wenden die an und welche Mindsets sind da jeweils vorhanden? Und wie kann ich die auch irgendwie verknüpfen und erklären und den Leuten im Tanker verständlich machen, was machen die im Speedboat, und umgekehrt dem Speedboat vielleicht verständlich machen, warum ist der Tanker für dich auch wichtig. Das heißt, die interne Kommunikation muss sich auch mit solchen Themen wie Agilität, modernes Leadership, flache Organisationsformen beschäftigen und schauen, welche Modelle gehen da. Vielleicht selbst auch ein bisschen mehr dazu lernen, was bedeutet, weiß ich nicht, Scrum, Design Thinking, Lean Management, all ja relativ moderne oder auch nicht mehr, eigentlich gar nicht so moderne Vorgehensweisen und Modelle, und welche neue Formen von Teams gibt es. Ich habe euch zu jedem meiner Trends noch einen Link oder ein Beispiel mitgebracht, was ihr euch auch anschauen könnt mal im Netz. Also Change Rider, das sind Podcasts oder auch Videos mit sehr, sehr spannenden Interviewpartnern in diesem ganzen Kontext. Die Heike Bruch zum Beispiel ist Professorin an der Hochschule in St. Gallen für Leadership. Die hat ein sehr schönes Interview, wo sie auch diese Beidhändigkeit erklärt. Und unten, wenn das geteilt wird, auch nochmal ein Link zu einem Artikel in dem CIO-Magazin, wo dieses Thema Beidhändigkeit beschrieben wird. Das werfe ich einfach mal so rein und denke, das ist viel, viel Stoff, viele spannende Dinge. Ja, und ein großes Aufgabenfeld auch für interne Kommunikatoren. Und würde jetzt einfach weiter springen. Fragen können wir gerne im Anschluss gleich machen.
Dann, ja, Social Media. Social Media, jetzt sagen vielleicht manche so, boah, total kalter Kaffee. Aber ich habe schon in der Vorbesprechung gesagt, für viele ist das halt auch noch ein sehr, sehr heißes Getränk, weil sie es gar nicht kennen oder gar nicht machen oder für die interne Kommunikation halt noch relativ wenig genutzt haben. Und ich denke, die interne Kommunikation muss in Social Media präsent sein. Sie muss auch wissen, wer aus meinem Unternehmen ist denn da auf welcher Spielwiese und als Corporate Influencer unterwegs. Und sie sollte ja eigentlich mehr Zeit auch darauf verwenden, sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter zu unterstützen. Wie mache ich das eigentlich? Also nicht nur Social Media Guidelines aufstellen, sondern auch sagen, wie geht das? Was kann ich tun? Da greife ich auch nochmal zurück, Philipp, auf deinen Punkt der Haltung. Ich finde, der spielt da sehr, sehr stark mit rein, weil diese Haltung wird eben sehr, sehr häufig in den sozialen Medien, siehe Showcase oder ähnliche Beispiele, ausgedrückt. Und die interne, die externe Kommunikation sind da überhaupt nicht mehr trennscharf. Also die fließen total zusammen. Und das ist auch ein Punkt, den Juliane nochmal aufgreifen wird nachher. Also eigentlich gehört da auch Employer Branding, HR, der ganze Bewerbungsprozess und all diese Dinge mit dazu. Also eigentlich dieses Personal Branding von einzelnen Mitarbeiterführungskräften in den sozialen Medien. Wichtige Stichworte für mich, die bekannt sein sollten, habe ich unten nochmal aufgeführt. Also Employee Advocacy oder Brand Ambassadors sind so Stichworte, unter denen man mehr zu diesem Thema findet. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Tools, die man dafür nutzen kann, dass Mitarbeiter einfacher auf sozialen Medien bestimmte Inhalte spielen können. Wirkt teilweise dann sehr vorgefertigt. Also es ist nicht mehr so authentisch und echt. LinkedIn Elevate ist ein Tool. Es gibt ein anderes Tool, das heißt SMARP. Das ist vielleicht ein bisschen Konkurrenz des DAFBIS. Ich weiß es nicht in manchen Aspekten, aber es ist auch ein Tool, wo man also Botschaften auf Social Media irgendwie mitteilen und unterstützen kann. Und ich habe zwei Namen jetzt einfach mal als Beispiel genannt, die für mich sehr, sehr starke, riesige Corporate Influencer sind auf LinkedIn. Der Gabriel Rath von der Ostsee-Sparkasse und der Harald Schirmer von der Continental. Und ja, das waren eigentlich meine zwei Punkte, die ich hier mitgebracht habe. Ich habe noch viel mehr im Rucksack, aber jetzt erstmal genug und ich würde die Sina fragen oder euch beiden anderen, ob ihr Fragen habt oder Anmerkungen. Super, danke Sabine. Wir haben eine Frage aus dem Publikum und dann darfst du hören. Ne? Und zwar wurde gefragt, wie man denn in der operativen internen Kommunikation dann diesen Spagat schaffen kann zwischen Speedboot und Tanker, ob du da vielleicht Tipps hast oder Beispiele. Gute Frage. Also weiß ich jetzt nicht genau, was hinter der Frage steckt. Ich beobachte, dass es extreme Unterschiede gibt zur Aufstellung der internen Kommunikation operativ. Also, dass es zwei meistens Frauenteams gibt, die mit zwei Frauen irgendwie eine globale Kommunikation mit weiß ich nicht wie viel tausend Mitarbeitern handeln müssen. Und es gibt Unternehmen, die haben Teams von 30, 40 Leuten. Für eigentlich genau den gleichen Job. Das finde ich immer wieder sehr, sehr krass, das zu beobachten. Und ich glaube, ein erster guter Schritt ist, dieses Thema überhaupt bewusst zu machen. Also zu gucken, gibt es diese beiden Dinge und auch zu spiegeln, in dem Zitat von der Ulrike Buchholz war vorhin auch das Stichwort oder Buzzword ja fast Purpose. Also auch zu schauen, wo ist denn da der Purpose? Warum ist es auch wichtig, dass es diese beiden Dinge gibt und warum ist es wichtig, dass ich als interne Kommunikation vielleicht jetzt doppelte Arbeit habe, vielleicht auch Unterstützung brauche. Auf jeden Fall würde ich immer empfehlen, in den Dialog zu gehen, auch mal hinzugehen zu dem Innovation Lab oder mal jemand vom Innovation Lab zum Beispiel einzuladen in meinen Tanker und sich gegenseitig kennenzulernen, zu netzwerken, sich vorzustellen. Super, ja. Danke, Sabine. Dann hatte Juliane noch eine Frage, glaube ich.
Ich glaube, die ging auch in eine ähnliche Richtung. Ich habe gerade parallel auf duden.de gesucht, wie eigentlich das Adjektiv zu Ambidextrie heißt. Das war mir nicht klar. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie kann ich denn Ambidexter werden? Ne? Was wäre denn so ein erster Schritt? Aber ich glaube, das ist genau das, was die Sabine gerade schon gesagt hat, richtig, Sabine? Dass ich mich umschaue nach, sag ich mal, verwandten Funktionen im Unternehmen und dort austausche, richtig? Ja. Und ich glaube auch, dass ich offen damit umgehe, dass das halt auch schwierig ist. Ne? Also, dass ich, wenn ich jahrelang auf der einen Seite gelebt habe und mehr irgendwie Prozesse zuverlässig abwickle, mich schwer tue, mit so einem offenen, modernen Mindset und innovativen Vorgehensmethoden und Modellen oder auch Projektplanung ist da so ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Das habt ihr alle wahrscheinlich in eurer Arbeit. Ja, ein agiles Projektplan. So, wie mache ich das in der Kommunikation? Eigentlich, ich habe mein Budget halt fürs Jahr und dann soll ich das irgendwie jetzt spontan in kleine Sequenzen irgendwie aufteilen oder mal abrufen können. Das ist alles schwierig und das muss, glaube ich, einfach auch zur Sprache gebracht werden und einfach sich versuchen, mal diese Welten so ein bisschen kennenzulernen. Philipp? Ja, danke Sabine für die Trends. Ich habe auch noch mal eine Rückfrage auch zu dem Trend der Beidhändigkeit. Denkst du, der ist für jedes Unternehmen ähnlich bedeutend oder würdest du da differenzieren und sagen, das ist eigentlich für große Konzerne noch spannender, noch bedeutender? Ich glaube, das ist beides. Also finde ich eine gute Frage. Ich denke, man kann da differenzieren. Also so ganz klassisch, Tanker, Speedboats sind natürlich eher die großen bis sehr großen Unternehmen, globale Unternehmen. Ich denke aber auch kleinere Mittelständler machen auch solche Dinge, beobachte ich. Also es gibt auch in kleineren Unternehmen ein Innovation Lab oder irgendeinen Raum, der jetzt modern gestaltet wird, wo man mit modernen Methoden arbeitet. Und viele, viele kleinere Unternehmen haben dann vielleicht nicht den Tanker, aber die sind auch angehalten, mit diesen modernen, zeitgemäßen Methoden zu arbeiten, dass man halt sehr kurzfristig planen, sehr schnell irgendwelche Minimal Viable Products erstellen muss und. Das gehört da alles rein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dem weiteren Kontext dieser Beidhändigkeit zu beschäftigen. Auch wenn man klein ist, glaube ich. Die, was den zweiten Trend, Sabine, betrifft, haben wir das tatsächlich auch festgestellt. Bei der Voices-Konferenz bieten wir immer so eine Art Social Wall an, wo man im Überblick alles sieht, was auf Twitter, Facebook etc. geschrieben wird über die Konferenz und über interne Kommunikation an sich. Und das stößt immer auf ganz viel Begeisterung, weil einige Kommunikatoren quasi keine Twitter-Kontos haben und noch keine LinkedIn-Kontos benutzen. Angenommen, unsere Teilnehmer haben jetzt direkt nach dem Webinar noch 10 Minuten Zeit, bis zur Mittagspause, bis die Kantine irgendwie öffnet. Was würdest du denn sagen, was man als erstes tun soll? Also ein wirkliches Muss für mich ist ein LinkedIn-Profil. Also wie ich sage, jeder interne Kommunikator, der kein LinkedIn-Profil hat, das geht eigentlich nicht mehr heute, ist meine persönliche Meinung. Zum einen, um da präsent zu sein, zum anderen, um auch die vielen tollen Infos, Netzwerke mitzunehmen, die dort einfach verfügbar sind. Also das empfehle ich. Und einfach anzufangen, also sich gar nicht so viel zu überlegen, mache ich es richtig, wie geht das? Einfach mal klein ausprobieren und gucken, was passiert und mich vernetzen mit den Leuten und dann passiert schon einiges. Mein Tipp. Und wer Lust hat, kann sozusagen direkt nach dem Webinar sich mal mit Sabine, Philipp oder mir auf LinkedIn vernetzen. Ich glaube, wir sind alle in vielen Gruppen unterwegs, die über interne Kommunikation diskutieren. Und ihr seht auch auf LinkedIn, in welchen Gruppen wir sind. Also wenn ihr euch die lange Recherche sparen wollt, könnt ihr sozusagen einfach mal schauen, wo wir so unterwegs sind. Mal schauen, wie viele Anfragen nach dem Webinar direkt an uns kommen, ob die Hausaufgabe verstanden wurde. Super, dann war das auch schon der Gong und wir gehen gleich zu dir über, Juliane. Sehr gerne.
Also auch wir bei Staffbase haben uns im Team Gedanken darüber gemacht, was die Marschrichtung für interne Kommunikatoren 2020 vorgeben wird. Und tatsächlich haben wir erstmal geschaut, das ist eigentlich ein Trend, um die beiden Dinge, die uns sofort eingefallen sind, ein bisschen einordnen zu können. Und ich bin ja noch Germanistin im Herzen. Trend kommt ja sozusagen von dem mittelhochdeutschen Trendeln, heißt so viel wie kreiseln und zeigt sozusagen eine Veränderungsbewegung an. Und nun haben wir Veränderungsbewegungen ganz unterschiedliche Wirkkräfte. Einmal vielleicht die Megatrends, die so eine Halbwertszeit von über 25 Jahren haben. Darunter zählt man ja heutzutage typischerweise Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung und dann eben aber vielleicht auch Mode-Produkt-Trends, die gerade mal eine Saison überstehen. Und ich glaube, die beiden Trends, die wir heute mitgebracht haben, die lassen sich so zwischen diesen beiden Polen ansiedeln. Und der erste geht in Richtung Personalisierung. Denn wir sehen, dass von unseren über 350 Kunden die erfolgreichsten diejenigen sind, die sehr tief in das Thema Persona-Analysen für ihre Mitarbeiterschaft einsteigen. Das heißt, die Frage dieser internen Kommunikatoren geht komplett weg von, welche Informationen gibt es im Unternehmen in den verschiedenen Hierarchiestufen und Abteilungen und wie kann ich sie am besten organisieren, hinzu, was sind eigentlich meine wichtigsten Mitarbeitergruppen? Das kann sich auch ab und zu ändern, die Antwort auf diese Frage. Und wie kann ich deren Arbeitsalltag am besten unterstützen? Es ist also nicht mehr denkbar, an jeden Mitarbeiter die gleiche Nachricht auszuspielen. Und es ist sicher für viele der über 200 Kommunikatoren, die jetzt gerade an diesem Webinar teilnehmen, schon länger nicht mehr denkbar. Es ist aber ein Unterschied, ob man es nur weiß oder ob man so eine Persona-Analyse tatsächlich auch einmal fährt. Es gibt unterschiedlichste Vorgehensweisen, um eine Persona-Analyse zu fahren. Prinzipiell heißt der Persona vom lateinischen Maske. Ich nehme mir bestimmte Merkmale und segmentiere meine Zielgruppe, in unserem Fall die Belegschaft, nach diesen Merkmalen und spiele dann die jeweils relevanten Informationen an die Personengruppen aus. Und das sind wir ja im Grunde auch alle aus dem Privatleben schon gewohnt. Mein Taxi zeigt mir nicht mehr alle Taxis in Köln an, sondern nur noch die im 1 Kilometer Umkreis. In der Amazon-App bekomme ich die Produkte angezeigt, die potenziell relevant für mich sind. Und hier kommen wir jetzt eben auch zu einer wichtigen Unterscheidung für die internen Kommunikatoren. Personalisiere ich oder individualisiere ich? Und da habe ich zwei schöne Definitionen gefunden. Bei der Personalisierung geht es im Grunde darum, dass ich frei verfügbare Daten nutze, um die richtigen Botschaften an die richtige Person zu bringen. Und die Individualisierung wäre dann nochmal eine Steigerung. Dafür muss ich Daten analysieren. Für die Personalisierung vielleicht als Beispiel. Angenommen, ich habe ein Intranet oder eine Mitarbeiter-App. Mit technischen Plattformen geht das natürlich besonders gut und weiß, eine bestimmte Personengruppe ist an einem bestimmten Standort im Unternehmen tätig. Dann kann ich diese frei verfügbare Information ganz einfach nutzen, um standortrelevante Informationen auszuspielen. Ich kann allerdings, und das wäre dann Individualisierung, auch so weit gehen, dass ich schaue, welche Themen für eine bestimmte Mitarbeitergruppe, eine bestimmte Persona an dem Standort relevant sind und für alle anderen Menschen an diesem Standort spiele ich diese Nachrichten, die schon auf Interesse gestoßen sind, dann als eine Art Trending Topics aus. Also ich nutze meine Informationen noch mal auf eine deutlich komplexere und smartere Art und Weise. Natürlich bekommen von solchen Analysen die Mitarbeiter nicht viel mit, sollten sie auch nicht, sondern im Grunde kann das dann so aussehen, meine Beispiele kommen natürlich oft aus dem App-Bereich per se, dass ein Mitarbeiter auf der Startseite seiner Mitarbeiter-App oder seines Intranets eben den Schichtplan angezeigt bekommt, während der andere ganz selbstverständlich den Zugang zum SharePoint angezeigt bekommt. Das Thema Persona-Analysen kann man weit, weit treiben. Wenn Sie Interesse haben, dass wir dazu nochmal ein extra Webinar oder Ähnliches machen, dann bitte jetzt gerne mal in den Fragen, ja, ich habe Interesse anzeigen, dann, wenn sich 50, Sabine Nummer 1, wenn sich 50 finden, dann verspreche ich, machen wir ein Webinar und fragen mal ein Unternehmen, wie die bei diesen Persona-Analysen vorgegangen sind. Gut, kommen wir zum zweiten Thema. Ach so, ich wollte Ihnen unbedingt noch drei Praxisbeispiele nennen. Das ist natürlich wichtig. Die Service-Dialog-App der Deutschen Telekom AG, eine App, die speziell für die Außendienstmitarbeiter gemacht wurde, also diejenigen Mitarbeiter, die sozusagen unterwegs sind und sich auch bei Ihnen zu Hause drum kümmern, dass Ihre Internetverbindung wieder funktioniert. Und für diese Mitarbeiter wurde eine App gemacht. Und neben den klassischen Informationen der internen Kommunikation gibt es dort eben auch strukturiert über 450, das ist echt das extremste Beispiel, was wir haben, Teamblocks, in denen
operative Informationen und Neuigkeiten innerhalb der Teams ausgetauscht werden. Das heißt, hier werden Informationen über Hierarchiestufe, Fachzugehörigkeit und Standorte der Mitarbeiter genutzt, um ihnen genau die Infos zu geben, die sie brauchen, was sich natürlich in extrem guten Anmeldezahlen und sehr hoher Interaktion in dieser App widerspiegelt. Das nächste Beispiel ist die BayWa AG und die BayWa AG hat eine etwas andere Herausforderung, und zwar die Globalisierung. Die BayWa AG hat sehr, sehr viele Standorte und die Mitarbeiter sind sehr stark verteilt. Davon auch noch 35% Non-Desk-Worker, weswegen sie beschlossen, eine Mitarbeiter-App einzuführen. Aber wie stellst du jetzt sicher, dass ein Mitarbeiter im BayWa Tower an seinem Laptop ebenso relevante Informationen erhält wie ein Mitarbeiter auf der Tomatenplantage im Nahen Osten? So, und das macht die BayWa interne Kommunikation auf die Art und Weise, dass sie sehr, sehr viele, also Dutzende von Redakteuren geschult hat, entweder auf regionale oder fachliche Themen hin, und dass sie die Mitarbeiterschaft dann so segmentiert hat, dass sie auch nur die relevanten Informationen erhalten. Und das funktioniert halt aufgrund dieser technischen Plattformen. Das hätte man früher mit dem Mitarbeitermagazin, egal ob online oder print, eben nicht machen können. Das ist auch nachweislich erfolgreich. In der großen Mitarbeiterumfrage, die einmal jährlich gemacht wird, haben 2018 vor Einführung der App noch 73% der Mitarbeiter gesagt, ich fühle mich gut oder sehr gut informiert. Auch schon eine gute Zahl. Und das ist nochmal extrem angestiegen. Die Sandra Bauernfeind, unser Kontakt bei der BayWa, sagt immer, sie war selbst überrascht, dass es mittlerweile 93% sind. Also dieser Ansatz der Personalisierung funktioniert richtig gut. Das dritte Beispiel ist Herreus, eines der Top 10 familiengeführten Unternehmen in Deutschland, wer es nicht kennt. Und dort gab es haben auch eine Mitarbeiter-App sozusagen für alle Mitarbeiter weltweit. Und dort gab es vor wenigen Wochen eine Warnung, dass eine Weltkriegsbombe in der Nähe des Betriebsgeländes in Hanau, Frankfurt gefunden wurde. Und zwar um 21 Uhr mitten im Schichtwechsel. Dann können Sie sich ja vorstellen, was da los war. Riesen Expertenteam dort zu diesem Fundort hin, die Autobahnen gesperrt, die Züge gekappt etc. pp., was halt alles so anläuft. Und die Konzernkommunikation konnte anhand dieser App gemeinsam mit der Werkssicherheit und der Werksfeuerwehr sehr, sehr schnell reagieren. Das hat uns Sebastian Hoff von Herreus letzte Woche live bei der Praxistour erzählt. Und zwar haben sie es geschafft, innerhalb von 20 Minuten über die App über 500 Mitarbeiter an dem Standort sofort zu informieren, die diese Informationen auch ganz konkret brauchten, weil sie eben vielleicht nicht wussten, wie sie vom Betriebsgelände wegkommen oder weil sie informieren mussten, dass sie nicht rechtzeitig zur Schicht kommen. Das wäre mit anderen konventionellen, sage ich mal, Kanälen der internen Kommunikation so nicht möglich gewesen. Oder die Nachricht hätte alle erreicht und beunruhigt und nicht nur die am Standort Hanau. Gut. Gerne Fragen später noch stellen. Der zweite Trend, den wir gerne ansprechen wollten, war der engeren Zusammenarbeit zwischen internen Kommunikatoren und Personalabteilungen. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja schon immer so, das wird gepredigt, das soll bitte jeder machen. Es ist aber tatsächlich so, dass wir sehen, dass die internen Kommunikatoren erfolgreicher sind, die es tatsächlich auch tun. Deswegen glauben wir, dass dieser Trend 2020 endgültig auch ankommen wird in der Branche. Kommunikation steht dann also nicht mehr synonym für einen News-Kanal, sondern man versteht, dass Kommunikation das Herzstück der Employee Experience ist. Und für das mittlerweile auch in Kommunikatorenkreisen beliebte Wort Employee Experience, kommt ja eigentlich aus der HR, habe ich jetzt noch keinen besseren deutschsprachigen Begriff gefunden, aber im Grunde beschreibt es alle Berührungspunkte, die der Mitarbeiter mit dem Unternehmen hat. Und man geht auch davon aus, dass eine gute Employee Experience, also gute Berührungspunkte, das Employee Engagement und die Leistung der Mitarbeiter steigern kann oder im umgekehrten Fall auch sozusagen reduzieren kann. Hier an diesem Kreis sieht man das nochmal ganz schön. Das ist der sogenannte Employee Lifecycle, orientiert sich am Customer Lifecycle, der schon ein paar Jahre länger in aller Munde ist und zeigt sozusagen den ersten Kontakt von der Unterschrift unterm Arbeitsvertrag bis zum Start im Unternehmen, bis zu den ersten Onboarding- und Orientierungsleistungen über die ganz klassischen Lohnzettel, Reisekostenabrechnungen, aber auch die klassische Mitarbeiterkommunikation hin über Informationen, über Dienstjahre, Jubiläumen, Fragen, Chat und so weiter bis hin zum Ausstieg. Und wichtig ist jetzt hier, dass wir in den erfolgreichen Kommunikationsabteilungen sehen, dass sie gemeinsam mit HR sehr, sehr viele Punkte und Berührungspunkte auf diesem Kreis miteinander gestalten. Als Beispiel
Ach ja, das muss man auch dazu sagen. Einige Unternehmen nehmen es natürlich besonders ernst. Und da könnte man jetzt auch lange drüber streiten. Wir wissen, dass einige Unternehmen diese stärkere Zusammenarbeit zwischen interner Kommunikation und Personalabteilung auch nutzen, um das organisatorisch umzuhängen. Das heißt, ich kenne jetzt drei Großkonzerne, die Teile der internen Kommunikation jetzt an den Personalvorstand berichten lassen. Das prominenteste Beispiel ist wohl Volkswagen, in dem schon 2018 die interne Kommunikation zum Personalvorstand umgehängt worden ist, wo dann Fragen kommen wie der Kommunikationschef ohne Hoheit in der internen Kommunikation, wie kann das denn sein? Also die Reaktionen darauf in der Kommunikationsbranche reichten von komplettem Unverständnis bis hin zu der Aussage, ach was soll's, dann ist es halt organisatorisch umgehangen, solange die Botschaft noch zwischen intern und extern hin zu einer integrierten Kommunikation abgestimmt ist, wird es schon funktionieren und dann eben die Antwort, das wird nicht mehr funktionieren. Da könnte man jetzt lange streiten und ich will mich weder auf die Seite von Herrn Stolte noch auf die Seite von Herrn Behrendt schlagen. Wir glauben, dass es nicht unbedingt nötig ist. Wir selber handhaben es in der eigenen Firma auch so, dass wir die interne Kommunikation eher bei unseren People Experience Personalern sozusagen sehen, probieren das aber auch gerade aus und in einigen Unternehmen wie Kommunen zum Beispiel ist es gang und gäbe, dass interne Kommunikation an den Personalbürgermeister berichtet, in anderen und eben die externe Kommunikation an den Oberbürgermeister, in anderen Unternehmen ist es schlichtweg nicht denkbar, schon rein aus politischen Gründen. Man muss aber nicht so weit gehen, das organisatorisch umzulagern. Und jetzt komme ich zu meinen Beispielen. Sondern man kann auch die interne Kommunikation in der Kommunikationsabteilung belassen und trotzdem eng mit dem Personal zusammenarbeiten. Nämlich zum Beispiel, indem man die über die interne Kommunikation eingeführten Kommunikationskanäle nutzt, um auch wichtige HR-Instrumente zu integrieren. Bei der Firma Viessmann, ein langjähriger Kunde und Vorreiter in vielen verschiedenen Cases, sehen wir das zum Beispiel beim Zeiterfassungsbogen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er in eine mobile App integriert wurde, mussten die Mitarbeiter, die keinen Computerarbeitsplatz hatten, quasi ins Büro ihrer Führungskraft gehen, um ihre Zeiten einzusehen. Mit Integration in die Mitarbeiter-App ist das natürlich viel flexibler geworden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist deutlich gestiegen. Das heißt, auch dieser Berührungspunkt mit dem Arbeitgeber wurde gefixt. Ebenso hat Viessmann vor kurzem das erste Mal eine der größeren Mitarbeiterumfragen via App stattfinden lassen, in dem sozusagen alle Mitarbeiter, nicht nur die am Computer oder nicht nur die, die an einem digitalen Schild vorbeigegangen sind, die Mitarbeiterumfrage sehr schnell ausfüllen konnten und hat dadurch erlebt, dass es eine 60% höhere Rücklaufquote gibt. Auch ein schönes Beispiel für eine gute Zusammenarbeit, enge Zusammenarbeit zwischen Personal und Kommunikatoren. Das letzte Beispiel von meiner Seite ist das von B. Braun-Melsungen. B. Braun-Melsungen hat ebenso wie andere Konzerne festgestellt, dass die Absprungrate in der Zeit zwischen einer Vertragsunterschrift und dem ersten Arbeitstag extrem hoch ist. Wir haben da von anderen Konzernen Absprungraten von bis zu 30% gehört und hat eben beschlossen, diese erste Zeit mit einer sogenannten Pre-Boarding-App zu begleiten. Das heißt, ich unterschreibe meinen Vertrag bei B. Braun, werde in die App Join B. Braun eingeladen und bekomme dort bis zum ersten Arbeitstag alle nötigen Informationen und werde sozusagen in die Kultur ongeboardet, damit ich gar nicht erst auf die Idee komme, wieder abzuspringen und damit das Unternehmen auch noch mit mir arbeiten kann. Vom ersten Tag an gibt es dann wieder andere Kanäle der internen Kommunikation, aber dieser Kanal wird sozusagen von Personalern und Kommunikatoren gleichermaßen sehr gelobt. So, das waren meine Praxisbeispiele. Mit Blick auf die Zeit haben wir drei Experten beschlossen, noch auf ein Thema einzugehen, was uns allen sehr am Herzen liegt, aber bei dem wir ganz explizit beschlossen haben, es nicht in die Trends aufzunehmen. Die Sabine sagte gestern, lasst uns das doch als Antithese mit reinnehmen in die Präsentation, und zwar die Erfolgsmessung. Wir hatten vor kurzem ein Webinar, der Dominik kann auch gleich im Chat nochmal den Link posten, zum Thema Wirkungsmessung, wie gehe ich das Thema in der internen Kommunikation an, erscheint immer so komplex, aber was der richtige erste Schritt ist, weiß ich gar nicht so richtig. Und wir haben uns nun gefragt, ob das eigentlich ein Trend 2020 ist. Haben dann aber gesagt, wir nehmen es nicht in den Trend, weil es war auch schon ein Trend 2019 und 2018 und so richtig im großen Maße bewegt hat sich eigentlich nichts. Stimmt's, Philipp, oder hast du andere Beispiele?
Ja, grundsätzlich stimme ich zu, dass das immer noch ein Thema ist, was aus unserer Sicht wichtig ist, wo wir aber regelmäßig, also seit 2013 bis heute in den Studien sehen, dass auch die Kommunikatoren es als wichtig erachten, aber es eben nicht entsprechend umsetzen. Aber natürlich gibt es auch die Leuchtturmprojekte, sage ich mal, wo eben mit einem großen Budget quasi das umgesetzt wurde. Also ich sage hier nochmal, um hier nochmal drauf einzugehen, warum ist es eigentlich wichtig, je größer die Möglichkeit, je komplexer das Umfeld und je herausfordernder auch die Kommunikationsaufgaben sind, desto wichtiger ist eigentlich eine Vergewisserung, ob man da noch auf dem richtigen Weg ist. Und das sehen auch die Kommunikatoren in unseren Studien so. Allerdings tun sie es eben nicht. Abgesehen von einigen Beispielen, wie hier in diesem Fall die DB Fernverkehr, die haben den Preis Bestes IK-Controlling gewonnen beim Inkometer 2019 und die haben ein wirklich umfangreiches Set quantitativ Aspekte, was sie prüfen. Zum Beispiel haben sie gesehen, dass sie über 300.000 Seitenaufrufe der Echtzeit ihrer entsprechend ihres Online-Magazins hatten, dass sie qualitative Aspekte auch erhoben werden. Das ist ja immer unsere Empfehlung, dass man eben nicht nur sich Klickzahlen anguckt, sondern dass man zum Beispiel auch per Pulse-Checks oder Quick-Polls wirklich versucht zu erfragen, konnte die interne Kommunikation mit ihren Inhalten denn auch zu den Bezugsgruppen durchdringen und hier, also ist hier Wissen entstanden, was es vorher nicht gab. Das ist der spannendere Punkt, aber abgesehen von diesen großen Beispielen und natürlich einigen weiteren Beispielen, passiert da eigentlich viel, viel weniger als angesichts auch der Studienergebnisse und der Bedeutung des Themas, die ja die Kommunikatoren mit uns teilen, also die Einschätzung darüber, passiert da eigentlich noch viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob Sabine, wie Sabine das sieht. Ich sehe das ganz ähnlich. Also wir haben das in der Vorbesprechung auch festgestellt. Und zwar, ich erlebe immer wieder, es ist ein Riesenbedarf, eigentlich zu diesem Thema mehr zu wissen, mehr zu machen. Aber sobald dieses Thema auf dem Tablett, auf der Agenda steht, ist so ein bisschen Schweigen im Walde. Also das spüre ich, es ist eine sehr große Unsicherheit, auch so eine Unwissenheit. Wie geht das eigentlich? Was soll ich tun? Wo fange ich an? Das mag viele, viele Hintergründe haben. Also ich glaube, so die für mich wichtigsten Aspekte dabei sind zum einen, was Philipp gerade gesagt hat, es geht halt ganz bestimmt nicht nur um Klickzahlen, sondern auch mehr um qualitative Befragungen. Aber dafür muss ich als interner Kommunikator, als ja, sei es IK oder auch mit HR zusammen, wissen, was möchte ich denn bewirken mit meinen Maßnahmen? Also wo ist mein Impact, den ich leiste für mein Unternehmen, für meine Unternehmensziele? Und das muss ich eigentlich erstmal formulieren und begreifen und kommunizieren können, um dann daraus meine Erfolge ableiten zu können, die ich eigentlich messen möchte. Und alle die, die das tun, die wissen, das ist einfach eine Riesenarbeit. Also du hast vorhin Petra Rödlein auf ein Zitat gehabt, da weiß ich das zum Beispiel, dass die auch in ihrem Bereich sehr, sehr viel misst und Controlling macht und das ist einfach richtig viel Arbeit und man muss das schon auch überlegt aufsetzen. Es gibt einige Kommunikationsabteilungen, die haben dafür halt fast eine Stelle, die nichts anderes macht, als die Wirkung von bestimmten Maßnahmen auszuwerten. Und dann ist natürlich der zweite Schritt auch, es macht keinen Sinn, tolle Reportings zu produzieren, die dann eh keiner liest und die quasi im Müll landen, sondern ja, wo ich sagen würde, so, hey, ihr macht alle Kommunikation, ist eine tolle Aufgabe, vielleicht sich mal ein tolles Reporting oder Präsentationsmodell zu überlegen, wie kann ich wo zeigen, was bei mir gut funktioniert, warum ich auch wichtig bin, dann das vielleicht als Schlusssatz, das ist auch so ein bisschen meine Lebensversicherung als Kommunikator, zu wissen, warum mache ich das gut und was funktioniert und das halt bei Bedarf auch, zack, hier irgendwo aufhängen, auf den Tisch legen, sagen zu können und dazu auch zu stehen. Auch wenn ich vielleicht Zahlen, da schließe ich mich so ein bisschen ein, als Kommunikator nicht so sehr mag. Ne? Das ist halt eigentlich auch mein Thema. Ich mag halt lieber die Sprache, das Ausdrücken, die Bilder, das Visuelle und habe keine Lust auf irgendwie Zahlen, Auswertungs,
Tabellen, aber es gehört mit dazu. Ja, nichtsdestotrotz. Mein Appell nicht, dass du drauf. Ja. Vielleicht werden wir ja überrascht 2020 und im nächsten Trendmonitor kommt raus, alle haben angefangen zu messen. Vielleicht haben wir ein ganz anderes Ergebnis, aber wo wir gerade bei Studien sind, wir haben auch noch eine Frage an unsere Webinarteilnehmer, denn wir würden gerne wissen, welchen Trend Sie bzw. ihr denn eigentlich am spannendsten, am interessantesten findet. Ich starte hier meine ganz kleine Umfrage, ganz kurz mit 5 Antwortoptionen über das Tool. Leider sind die technischen Möglichkeiten des Webinar-Tools dahingehend begrenzt, dass wir nur 5 Antwortoptionen hier angeben konnten. Und daher haben wir mal die beiden Trends von Juliane zu einem Punkt zusammengefasst, weil sie da thematisch quasi, schien mir das am sinnvollsten, das so zu clustern. Ich würde jetzt einfach mal diese Kurzumfrage starten und bin mal gespannt auf das Ergebnis, wo hier so die Auffassung hingeht. Also bitte einmal die Frage beantworten, welcher Trend interessiert Sie am meisten? Die Optionen sind ja hier sichtbar und ich sehe, wir haben jetzt 50% der Webinarteilnehmer haben mitgemacht. Warten wir noch eine Sekunde, dass wir vielleicht mal in Richtung 70 kommen. Ja, super. Perfekt, haben wir geschafft. So, also jetzt 75% sogar. Ich schließe mal die Umfrage. Wir schauen uns jetzt mal die Ergebnisse an und ich bin gespannt, was wir sehen. Wir sehen Partizipation und Kollaboration, natürlich mit diesen beiden Begriffen im Zentrum, natürlich auch ein großer, wichtiger Bereich. Also das ist auf jeden Fall was sehr relevant zu sein scheint. Und aber auch Bezugsgruppen gezielt anzusprechen, das ist natürlich auch ein Punkt, der denke ich, im Zentrum einer jeden durchdachten internen Kommunikation stehen sollte. Und Beidhändigkeit hat dann durchaus auch viel. Wie seht ihr das? Fragst du uns gerade, oder? Ich frage euch, ja. Was sagt ihr zu dem Ergebnis? Ähnlich spannend. Ja, ist interessant. Ich finde es schön, dass quasi jeweils von einem Punkt von jedem von uns dreien irgendwie mit so in den Top 3 liegt. Finde ich interessant, dass Social Media so wenig Präsenz hat, finde ich erstaunlich. Da frage ich mich, liegt das daran, dass es schon alle machen oder dass es noch für viele für nicht relevant oder eher was Externes halten? Ja, interessant, dass die eher etwas unkonkreteren, erklärungsbedürftigen Punkte automatisch auch die niedrigeren Zahlen haben. Das sieht man aber in Umfragen regelmäßig. Ich glaube, das ist kein Anzeichen dafür, dass man nicht weiter drüber sprechen sollte, sondern eher, dass sie tatsächlich erklärungsbedürftig sind. Mhm. Na, aber jetzt nochmal die Chance nutzen, auch in den Fragen zu schreiben, an welchen Themen Sie für das nächste Webinar Interesse haben. Wir nehmen solche Themen immer gerne auf. Der Philipp und wir schauen dann, wie wir das am besten unterbringen können im Webinarplan. Sina, gibt es denn noch Fragen aus der Gästeschaft? Eine Frage gibt es noch, und zwar bei der Personalisierung. Gerät man da nicht in die Gefahr, dass man wieder so Silos schafft und dann sozusagen die einen das eine wissen und die anderen das andere und niemand mehr, was der andere weiß? Da würde ich sagen, das ist dann die Kompetenz des internen Kommunikators, ne? Auszuschließen, dass alle nur in ihrer Bubble schweben und nur das bekommen, was sie gerne hören wollen. Andererseits ist es ja auch so, dass die interne Kommunikation einen ganz klaren Auftrag hat, zum Beispiel Strategie-Updates zu kommunizieren und so weiter, wichtige Unternehmensinformationen zu streuen. Und da würde dann aber auch andererseits niemand vorbeikommen, ne? Also das sind dann Sachen, die personalisierst du nicht, sondern das muss dann mit in den Stream, der für die Mitarbeiter offensichtlich erstmal interessantere Nachrichten hineinrutschen. Aber dann bekommt es zumindest auch wieder Aufmerksamkeit. Also ich glaube, da müssen die internen Kommunikationen dann professionell rangehen und nicht schauen, dass sie irgendwie nur die meisten Klickzahlen bekommen, sondern auch, dass sie ihren Auftrag verfolgen. Super. Dann sind wir ja ganz gut in der Zeit. Philipp? Genau, einen letzten Punkt noch, weil wir sind auf der Zielgeraden bei einer Umfrage, die wir durchführen und Sie merken ja, ich bin da immer sehr interessiert, weil ich das ganz spannend finde, da einfach zu verschiedenen Aspekten Ergebnisse einzusammeln. Deswegen, Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns unterstützen würden. Ich habe es auch gerade im Chat gepostet hier bei dieser kleinen Kurzumfrage zum Thema Netzwerke. Das sind wirklich 6 kurze Fragen. Sie haben die Möglichkeit noch die nächste Beyond, unser Fachmagazin für interne Kommunikation, zu
gewinnen, wenn Sie mögen. Und ansonsten natürlich auch nochmal der Hinweis auf die Website interne-kommunikation.net. Da finden Sie auch viele Anregungen. Aber ich freue mich über jede Unterstützung bei unserer Studie. Die ist jetzt noch maximal diese Woche geöffnet. Danach endet sie und die Ergebnisse werden auch online dann also offen auf unserer Website hier kommuniziert. Das heißt, Sie haben auch was davon. Also ich würde mich freuen, wenn wir da noch ein paar Beantwortungen bekommen. Ja, und dann von meiner Seite aus vielen Dank. Vielen Dank auf jeden Fall auch an unsere Speaker, an die Teilnehmer nochmal. Wie gesagt, die Aufzeichnung gibt es dann im Laufe der Woche. Und vielleicht sehen wir einige von Ihnen dann ja auch persönlich nächstes Jahr im April bei der Voices, wo Philipp und Sabine und Juliane natürlich auch wieder dabei sind. Da gibt es momentan noch Early-Bird-Tickets, die können Sie sich online holen. Und da wird es auch wieder um die Trends 2020 gehen. Unter verschiedenen Aspekten. Da kann man sich ja dann auch mal persönlich austauschen. Ansonsten danke an alle, die dabei waren. Gerne können Sie noch Fragen posten oder so, wie Joanne gesagt hatte, Themen für das nächste Webinar, die nehmen wir immer gerne mit auf. Und vielleicht sehen wir uns dann entweder im Dezember wieder im Webinar oder im April. Vielen Dank. Danke. Super. Schönen Tschüss. Tag. Danke. Tschüss.